Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Es ist das Unausweichliche eingetreten. Vorher war es ausweichlich, jetzt leider nicht mehr. Der Survival Patch ist da und ich habe den Survival Mode direkt rausgenommen, weil für Let's Plays ist das momentan nichts. Ich glaube, man kann jetzt auch gar nicht mehr rein. Nee, ich kann jetzt nicht mehr rein. Ja, damit ist das Spiel nochmal ein Stück einfacher für uns geworden. Viel einfacher, weil unsere Heilung jetzt quasi instant ist. Ja, Problem ist mit dem Survival Mode, den habe ich direkt rausgekickt, weil da Speicher nur ist an Betten und so weiter. Und wenn ich mir für jede Aufnahme zum Beenden ein Bett suchen muss, dann kotze ich euch einen Haufen an die Birne. Den werden wir jetzt mal nicht lesen, denn wir sind ja in Vault 95. Ja, und hier waren wir schon und haben alles erkundet. Wir sind lediglich auf der Begleiterquestsuche von Kate. Oh. Und ich würde auch sagen, der Vote ist durch für das nächste Projekt. Ich denke, ich kann hier jetzt ankündigen, dass als nächstes Stalker, ich wollte gerade Fallout sagen, Stalker, Call of Pripyat beendet wird. Und nach der Umfrage sieht es auch so aus, dass im Anschluss, wartet mal, mir ist das aufgefallen durch den Survival Mode. Unten rechts haben wir jetzt Symbole von Krankheiten und Suchten und Scheiß und mir ist aufgefallen, wir könnten zumindest mal die alten Suchten, die wir haben, rauskicken. Da sollten wir eigentlich Medikamente für haben. Oh, wie hieß das nochmal? Addictol. So, damit sind wir nicht mehr abhängig, aber das Symbol wird wohl ewig bleiben. Durch die Mauerwassertenkrankheit, was extrem nervig ist. Also ich überlege auch, ob ich mir da durch die Konsole 10 Trefferpunkte wegnehme und dann die Quest anders ausgehen lasse, dass wir haben... das Medikament genommen, weil da habe ich echt keinen Bock drauf, dass wir jedes Mal dieses Leuchtsymbol haben. Die sind nicht echt, glaube ich. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo der kürzeste Weg ist, aber wir versuchen es mal oben lang. Und was ich eben noch sagen wollte, ja, nach der Mehrheit sieht es auch so aus, dass im Anschluss da noch Chrono Trigger beendet wird und dann wenden wir uns neuen Ufern zu. Währenddessen geht, wie gesagt, StarCraft weiter. Ich werde gleich auch nach der Aufnahme StarCraft streamen. Zumindest erst Dark Souls und dann StarCraft. Also, es geht in alle Richtungen jetzt weiter, so dass alle zufrieden sein sollten. Zumindest die Mehrheiten. So, und wenn das schon mal erreicht ist, dann ist das doch schon mal schön. Alle anderen haben den Kürzeren gezogen. Das passiert im Leben. Müsst ihr euch dran gewöhnen, ist eine gute Lektion für euch. So. Ich denke, das war eine Abkürzung, aber so wie das aussieht, sind wir jetzt wieder zu tief. Ich erinnere mich an den Dungeon. Ja, das Coole ist an der Pistolenskillung, die ist so gut geskillt, wir können ihnen die Waffe aus der Hand schießen. Zwar per Random Prozent Chance, aber es geht. So, das ist auch völlig abseits vom Weg gerade, aber ich will hier jetzt lang. Jetzt habe ich mich einmal festgebissen mit dem Weg. Oh, die halten aber ganz schön was aus, dafür, dass es nur sehr schwer steht. Also, würde mich freuen, wenn die da noch was dran geregelt haben, weil es scheint ein bisschen mehr Balance zu sein. Holy shit. Die scheinen nicht mehr direkt zu sterben, wenn man einmal gegenpustet. Kann auch sein, dass es einfach stärkere NPCs sind. Ich weiß es nicht. So. Ich weiß gar nicht mehr, wovon Kate abhängig war, weswegen wir hier sind. Aber ich glaube, es war Psycho. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sie auf jeden Fall davon erlösen. Beziehungsweise wir werden sie... die schon wieder. Wir werden sie davon erlösen lassen. Aber es scheint auf dem Stockwerk hier zu sein. Das heißt, wir gehen mal in die Richtung weiter. Das wird dann schon richtig sein. Research. Gebäude. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier schon drin waren. Ich denke schon. Aber ich kann mich nicht dran erinnern. Und die Tür ist zu. Das sind halt so Indizien, dass wir ja noch nicht gewesen wären. Und jetzt ist es sowieso nur noch die Frage des Klickens. Das wär's. So, Türfernsteuerung. Nein, Türfernsteuerung. Öffnen. Ah, Nee. Ich wollte gerade sagen, die Magnetschlösser wurden jetzt doch gepatcht. Aber das war kein Magnetschloss. Deswegen kann ich nicht sagen, yo, ist es gepatcht. Da sind ein paar Leute drin. Ach, hier sind wir. Ja, ich erinnere mich wieder. Ja, wir waren das erste Mal in diesem Dungeon. Wir sind dann am Ende an diesem komischen Raum, wo so ein paar OP-Tische waren. Und so ein riesiger Stuhlapparat stehen geblieben. Und haben uns gewundert, ja toll, und was soll jetzt hier sein? Ja, das wäre das Ende der Questline hier gewesen. Hey, yo, es ist jetzt total schwer zu überleben. Ich finde es halt so schlimm, wie sie halt die Schwierigkeitsauswahl kastriert haben für den Survival-Mode, einfach weil sie den Namen nicht ändern wollten.
Es ist unglaublich. Yo, ihr! Ja, hau du mal. Das bringt dir nichts. Ich bin too strong. Oh Gott. Ja, ich glaube, hier kommt nichts mehr, was uns irgendwie gefährlich werden kann. Deswegen rush ich so ein bisschen durch. Euch haben wir nur schon mal getötet, aber ist okay. Ich bringe euch wieder zu platzen. So, das war's schon. Benötigt Terminal. Das ist auch wieder keine Magnettür. Das heißt, wir können es hier wieder nicht feststellen. Wobei, das war ja nur ein Billo-Terminal. Den konnte man ja nicht mal mehr hacken. Du hast eine Plasma-Waffe? Ich habe eine Pistole, Junge. Keine Chance hast du. Der hat ordentlich Energie, muss man dem lassen. Also vielleicht hat der doch eine kleine Chance. Weil im VATS kriegt er schon die perfekten Headshots und hält immer noch ziemlich viel aus. Ich meine, er kann uns nichts, er hat seine Waffe verloren. Er ist eigentlich nur eine Lachnummer. In Dark Souls würde ich ihn jetzt parryen und ihm dann den übelsten Konter geben, aber wir sind halt nicht in Dark Souls. Ja, das ist genau der Raum, den ich meinte. Jetzt kommt diese Stuhl-Dingsi. Genau. Ich konnte mich erinnern. Das Alu nehme ich mit. Wenn wir jetzt noch Kate sehen würden, die kommt schon hier rein, die weiß schon, was los ist. Was? Ich habe keine Ahnung, was sie vorhat. Doch, sie hat was vor, tatsächlich. Sprechen, das kann ich. Entschuldigung? Die Antwort auf meine Probleme ist in diesem Raum. Aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich machen soll. Willst du nicht wieder gesund werden? Wir sind so weit gekommen, mache jetzt keinen Rückzieher. Jetzt gehe ich schon da rein. Wenn du nicht da reingehst, stirbst du vielleicht. Ja, wir fragen erstmal. Willst du nicht wieder gesund werden? Ich weiß nicht. Mein Körper sagt mir, ich soll es hinter mich bringen. Aber was, wenn das Psycho mich zusammenhält? Was, wenn mir die Augen geöffnet werden und mir nicht gefällt, was ich sehe? Es gab Gründe, warum ich mich betäubt habe. Dinge, denen ich mich nicht stellen wollte. Die ich vergessen wollte. Lieber würde ich Blut spucken, als die Vergangenheit nochmal erleben zu müssen. Jetzt ist sie aber am Rumheulen. Ja, was ist denn so schlimm an deiner Vergangenheit? Ich will dich als Freundin nicht verlieren. Du bist eine gute Kämpferin. Gib nicht auf, du kannst es schaffen. Wir stellen uns gemeinsam deinem Schwert. Das ist das einzige Mal, dass ich so einen Dialog sehe und nicht mal einen Arschloch-Dialog finde. Wir haben ja immer gut, böse, Frage, sarkastisch. Aber hier... Nein, ignoriere mich. Mach ich gerade. Auf jeden Fall gibt es hier nicht diesen Arschloch-Dialog. Ja, wir fragen erstmal. Was ist denn so schlimm an deiner Vergangenheit? Machst du Witze? Hast du alles vergessen, was ich dir fuck, ja, stimmt. Die Kämpfe und allabendlichen Prügeleien im Combat Zone. Die Ermordung meiner Eltern. Wie viel tiefer kann ich noch sinken? Ja, wir schicken sie mal da rein. Aber wir machen auf den guten Begleiter in der Reha. Wir stellen uns gemeinsam deinem Schmerz. Du hast schon so viel getan und willst trotzdem noch mehr tun. Nun, was bilde ich mir ein, dass ich einem geschenkten Gaul ins Maul schaue? Ich setz mich auf den Stuhl. Wenn du soweit bist, leg den Schalter um. Jetzt wüsste ich aber gern, was sie im Englischen gesagt hätte. Was sie als Sprichwort genommen haben, das im Deutschen einen geschenkten Gaul ins Maul ankommt. Ja, wir sollen das Ding anschmeißen, aber ich glaube, du musst jetzt erst in den Stuhl, oder? Geht doch. So, machen wir schön zu, damit wir bloß nichts abkriegen. Jetzt wird es spannend. Ja, der Reinraumterminal. Hier haben wir ja schon mal versucht, was zu machen, aber es ging nichts. Entgiftung starten. Fehler, kein Subjekt gefunden. Okay, dann warten wir noch eine Sekunde. Na, jetzt. Heile Kates Abhängigkeit. Und ich habe eben Medictol oder so genommen. Warum habe ich das nicht genommen hier? Voll die Pumpen. Was ist das denn? Können wir das Ding jetzt ewig laufen lassen? Nee, es hat aufgehört. Okay. Ja, und jetzt sollte es hier eigentlich besser gehen, aber ich bin gespannt. Alles in Ordnung, Kate? Wie fühlst du dich? Seltsam. Ich fühle mich ziemlich seltsam. Alles fühlt sich so anders an. Wir gehen mal kurz ins Menü zusammen, denn aus irgendeinem Grund zeigt er die Dialoge nicht mehr an. Hat er auch die Lautstärke-Einstellung geändert? Weil das hängt meistens zusammen.
Na, Stimmen sind nicht mehr auf Maximum, Tatsache. So, jetzt aber. Alles ist viel klarer. Farben, Geräusche. Jetzt hat er die Dialoge. Doch, da waren doch gerade Dialoge. Was rede ich da? Gerüche. Nichts ist so, wie ich es in Erinnerung habe. Ich kann nicht fassen, dass es funktioniert hat. Das Verlangen, die Schmerzen, Himmel, sogar der Rausch. Alles weg. Hatte ich mich wirklich so verändert? Auf einmal eine ganz andere Person, ja? Sind die Schmerzen auch weg? Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich habe dir doch gesagt, dass alles gut werden würde. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich hatte mir solche Sorgen gemacht, ja. Sind die Schmerzen auch weg? Ich fühle mich nicht unbedingt besser, aber es hat sich was verändert. Dieses Gefühl von Krankheit. Die Schmerzen. Sie sind kaum noch da. Vielleicht war ein Teil davon auch nur in meinem Kopf. Wie auch immer. Ich habe mich lange nicht mehr so gut gefühlt. Ja, wir sind froh. Genau. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich würde sagen, da bist du nicht allein. Ich glaube, dass Tommy das die ganze Zeit über im Kopf hatte. Der clevere alte Hund hat mich aus dem Combat Zone geschmissen, damit ich wieder in Ordnung komme. Und er wusste, dass du es schaffen würdest. Er hat in dir wohl etwas gesehen, was ich übersehen habe. Kann natürlich gut sein. Ach ja, zum Beispiel, ist doch klar, meine charmante Persönlichkeit. Vergiss Tommy, ich habe die ganze Arbeit geleistet. Ich kümmere mich um meine Freunde, ja. Ist doch klar, meine charmante Persönlichkeit. Sowas in der Art. Hör zu, ich werde nie vergessen, was du heute für mich getan hast. Du warst da und hast mir geholfen, als sich alle anderen abgewendet haben. Ich weiß, ich bin mies im Danke sagen, aber das ist das Beste, was du aus mir rauskriegst. So, wie wär's, wenn wir jetzt abhauen und diesen Ort weit hinter uns lassen? Hilfe unter Freunden, abgeschlossen. Wir haben jetzt keine Begleiterquest irgendwie. Also doch, wir haben eine Begleiterquest abgeschlossen, aber was ich sagen wollte, wir haben sie jetzt immer noch nicht auf Maximum. Sag mal, ich dachte, du kommst mit. Jetzt sitzt du da schon wieder drin und chillst. Wir locken sie mal. Komm, Begleiter. Put, 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 put. Geht doch. Ja, da kommst du angerannt. Ihr seid doch alle wie kleine Hündchen. So, hast du noch was zu sagen? Hey. Was gibt's denn? Stimmt was nicht? Ja, wir können mal nachfragen. Was denkst du so über unser Verhältnis zueinander? Du und ich gegen das Commonwealth? Ich würde sagen, die Chancen stehen ziemlich gut für uns. Ja, also nichts Neues. Das war's. Das war alles. Sicher. Ja, also demnach haben wir sie noch nicht auf maximalem Wert, denn normalerweise kriegen wir ja dann immer einen Special Perk durch unsere Begleiter. Ist für mich jetzt so, ich muss mal einen Hotkey legen. Ach, habe ich schon. Okay, die 2. Demnach haben wir sie noch nicht auf maximaler Stufe. Und ich würde sagen, vor den neuen Projekten, wie gesagt, es ist ja jetzt entschieden. Einmal nerve ich euch jetzt noch damit. Vor den neuen Projekten möchte ich schon noch Kate auf maximal kriegen, dass wir ihren Perk kriegen. Und den Begleiter im, ich weiß nicht, wie die Kneipe heißt, aber in Underworld. Hier, ach, McCready, glaube ich, aus Little Lamplight. Genau. Und dann werden wir Fallout, bis Far Harbor released wurde, erstmal den Rücken drehen. Das wird wahrscheinlich nicht allzu lang sein, aber da kriegen wir schon alles unter einen Hut. So. Endlich wieder raus aus der Drecksvault, wobei ist noch ein bisschen zu früh gefreut. Ein paar Meter sind es ja noch. So, und ich glaube, dass wir jetzt direkt wieder in so einen kleinen Krieg reinkommen. Weil ich meine, wir sind das letzte Mal durchgerannt, ab in den Aufzug und den Rest der Welt aus... Holy shit, ausblenden. Ich glaube, ich sollte dir den Raketenwerfer abnehmen. Also, sie hat eigentlich auch keine Raketen mehr. Doch, hat sie noch. Ach komm, die 32 Raketen soll sie noch verballern. Ist mir doch egal. Wow! Ja, ich sag ja, wir kommen direkt in den Krieg rein, wobei es doch wesentlich weniger sind, als ich erwartet hätte. Da oben ist jetzt noch einer und dann war's das wohl. Na du? Das hat weh, ne? Ich habe auch noch ein paar für dich. So, ein paar Patronen. Kannst du behalten, den Scheiß. Braucht kein Schwein. Wir sind so gut ausgerüstet. Ja, damit hätten wir das Kapitel abgeschlossen. Wie gesagt, wollte ich ja jetzt im Anschluss wieder zu meiner Markierung. Aber das war nicht meine Markierung, oder? Waren wir nicht irgendwo hier? Und wollten dann in diese Richtung? Also jetzt bin ich aber... Wow.
Ich habe mich verlaufen, Tatsache. Ja, wir gehen mal hier lang. Ich glaube und ich bin mir recht sicher, dass da lang noch Gebiete waren, die wir nicht erkundet hatten. Nur irgendwie hat sich meine Markierung auf der Karte verschoben. Ich kann mir das auch gar nicht erklären, wenn ich ehrlich bin. Oder wir waren doch beim Schrott. Klar, wir waren beim Schrottplatz. Ja, doch, Big Johns war das, oder? Hieß der? Och, jetzt habe ich den Schrottplatz nicht mehr. Big Johns Schrottplatz, aber sowas von. Genau, der Schrottplatz war nämlich der, wo die Kinder ja in den Bus rennen sollten. Also hinter